damit ist unser IIC durch LC, unser IEC, also unser 4,2 mal 10 hoch 4. Ja. Was mache ich denn, wenn ich jetzt mal ein komplexeres Problem habe, wo ich das nicht einfach so ablesen kann? Da kommen oft auch mal Fragen, wo man denkt, huch, da habe ich jetzt gar nicht selber dran gedacht, sondern ja, da muss ich jetzt irgendwie kreativ werden und vielleicht auch mal um die Ecke denken. Warte, lass mich kurz nachdenken. Hallo, ich bin der Ander und studiere Bauingenieurwesen und muss morgen in einem Tutorium meinen Kommilitonen ein paar schwere Aufgaben beibringen. Wir haben eine Vorlesung in dem Fach Statik. Darauf folgt eine Übung, wo wir ein Thema behandeln, das wir in der Vorlesung vorher auch behandelt haben. Und dann bekomme ich online eine Aufgabe zur Verfügung gestellt, die alle Studenten erstmal zur Verfügung gestellt bekommen. Und ich bearbeite diese Aufgabe aber schon vor dem Tutorium, um sie dann den anderen Studenten vorzustellen. Ich muss jetzt die Aufgabe, die ich vorbereitet habe, mit Jochen besprechen, denn ich habe noch ein paar Fragen. Und am Ende der ganzen Aufgabe habe ich einen Widerspruch festgestellt. Das heißt, irgendwo muss noch ein Fehler sein und dieser Fehler muss jetzt gefunden werden. Und ich hoffe, Jochen kann mir dabei helfen. Hallo! Hallo! Ja. Hier? Das ist doch schön. Und, wie kam es zurecht? Ja, war okay gewesen. Ein paar Fragen sind aufgekommen. Aber dafür bist du jetzt. Genau, also, wir haben ja dieses System gegeben. Mhm. Also es muss im Negativen anfangen tatsächlich. Nee, im Positiv fängt es bei dir an. Das ist Plus. Achso, positiv. Natürlich muss man auch so ein bisschen das vermitteln können. Also man kann natürlich stofflich absolut hervorragend sein, aber man kann es schlecht vermitteln. Und das sind so die zwei Hauptsachen beim Tutor-Dasein. Ne, also man muss es gut vermitteln können und den Stoff gut können. Das heißt, was dort steht, ist ein SIJ. Ne, Stabkraft nehmen wir jetzt konstant an. Psi S mal Psi M S mal Psi S. Also quasi zum Quadrat sogar? Ja, den kürzen wir weg. Ah, okay. Das Studium Bauingenieurwesen ist am Anfang sehr Mathe- und Physiklastig. Die ersten drei Semester sind die härtesten Semester tatsächlich. Es ist sehr theoretisch. Es gibt Fächer mit teilweise sehr hohen Durchfallquoten, also über 50% ist da durchaus möglich. Die Professoren, die sind ausgebildet in ihrer Sache. Die haben viel Erfahrung, das haben wir Studenten nicht. Dadurch sind für die manche Sachen trivial, für uns überhaupt nicht trivial sind. Also sie erkennen vielleicht Zusammenhänge, die wir überhaupt noch nicht erkennen. Und dann ist es, glaube ich, ganz gut, wenn ein Student das einem anderen Studenten beibringt. Das stimmt, der stimmt, der stimmt. Ich hätte das echt ausklammern können. Yes, bei Balken irgendwie immer sehr gut. Okay, dann haben wir einen Moment. Ja. Und jetzt verrichtet ja genau dieses Moment Arbeit mit dem WGCS. Verstehe, daher kommt dieses Doppel. Also er hat den Fehler gefunden. Im Großen und Ganzen war es eigentlich nur ein Vorzeichen, das falsch war, statt ein Plus, ein Minus. Aber das kann halt schon viel ändern. Ja, und jetzt bin ich gespannt, ob das dann am Montag alles gut läuft. Unterschätzt sind einmal die unglaubliche Menge an Informationen, die am Anfang auf einen vielleicht reinprallen. Und das erstmal reinzukommen in die Thematik ist vielleicht der schwerste Teil. Also wenn man einmal so ein bisschen Verständnis hat, wie so eine Baustelle funktioniert, wie Statik funktioniert, wie die Physik dahinter funktioniert, dann ist man eigentlich ganz gut mit dabei. Aber was auch sehr wichtig ist im Studium, ist, dass man als Team zusammenarbeitet. Also Hausarbeiten, Übungsaufgaben, die kann man nicht alleine lösen oder nur sehr schwer. Man braucht die Rückmeldung, man muss sich zusammen Gedanken drüber machen und auch später im Studium hat man oft Projektarbeiten, die man zusammen umsetzen muss. Also ein Einzelgänger ist falsch aufgehoben im Bauingenieurwesen. Dresden eine wunderschöne Stadt. Wir haben viele alte Gebäude, aber auch moderne Gebäude. Aber vor allem die alten Gebäude faszinieren mich, was man früher schon geschaffen hat.
Als die Frauenkirche damals gebaut wurde, wurde sie von einem Ingenieur betreut und geplant. Und nachher, als sie dann zerstört wurde im Krieg und beim Wiederaufbau, da mussten dann mehrere Ingenieure dran arbeiten. Und dabei hat man auch festgestellt, dass diese große steinerne Kuppel, die man dort oben sieht, die man ja früher noch nicht genau berechnen konnte, dass sie nur gerade so hält. Und ich finde einfach faszinierend, was früher ein Mensch vielleicht ohne Computertechnik und so geschafft hat, was jetzt heutzutage mehrere Menschen mit Computertechnik tatsächlich schaffen und wozu wir Bauingenieure eigentlich fähig sind und was da für ein Handwerk dahinter steckt auch. Viele verstehen unter Bauingenieur erstmal den klassischen Statiker. Das ist auch so die klassische Abgrenzung zum Architekten. Der Architekt plant, der Statiker, der rechnet, aber der Bauingenieur macht noch viel mehr. Er organisiert die Bauprozesse und er ist vor allem für viele Ingenieurbauwerke wie Brücken, Tunnel, Straßen zuständig und die setzt er auch eigentlich ohne einen Architekten in den meisten Fällen um. Also ein Platz muss ja auch irgendwie entwässert werden und was wir jetzt beispielsweise hier gut sehen, sind diese zwei Rinnen und den Bogen dazwischen. Ja, und das sind einfach so Sachen, die einem als Bauingenieur dann auffallen, wenn man irgendwo durchläuft und was man gar nicht wahrnimmt als normaler Passant. Man hat nicht diese Möglichkeit, irgendwie zu fliehen vor seinem Beruf. Egal wo man ist, der Beruf umgibt einen immer. Das ist so. Im Studium gibt es ganz selten Exkursionen. In manchen Fächern wird das angeboten, vor allem in den höheren Semestern. Aber es ist oft noch ganz ratsam, beispielsweise in einem Verein zu gehen, um selber noch Baustellen auch vielleicht in anderen Ländern kennenzulernen. Ich bin Mitglied in einem studentischen Verein und mit diesem Verein, der organisiert verschiedene Exkursionen auf Baustellen, sowohl in Deutschland als auch ins Ausland. Und das ist immer sehr spannend und man erlebt sehr viel Neues, was man nicht unbedingt im Studienalltag mitbekommt. Als Tutor sehe ich mich schon in der Verantwortung dafür, dass ich meinen Kommilitonen ihre Fragen auch beantworten kann, damit sie gut auf die Prüfung vorbereitet sind. Und ich fühle mich auch irgendwie verantwortlich, sie da irgendwie durch die Prüfung zu bringen. Und das wäre für mich als Tutor natürlich nicht so schön, wenn es nicht alle schaffen würden. Ja, ein bisschen nervös bin ich immer, weil ich ja nicht weiß, was auf mich zukommt. Und von daher bin ich gespannt, wie das Tutorium jetzt wird. Ich freue mich, dass ihr wieder so zahlreich erschienen seid zu so früher Stunde. Letztes Tutorium für dieses Semester. Wie wir uns letzte Woche schon mit dem Drehwinkelverfahren zweiter Ordnung beschäftigt haben, werden wir uns auch diese Woche damit beschäftigen. Und im zweiten Teil berechnen wir unseren Spannungsverlauf. Wie groß ist unsere Stabkraft S14? Das heißt, wir haben unseren Stab bei Wert 1/8. Unser Kappa ist 1/4 eingespannt. Kannst du die Frage nochmal wiederholen? Ja, also wir wollen jetzt unseren kritischen Lastfaktor ermitteln. Wie kommen wir an diesen Lastfaktor ran? Ja? Vielleicht irgendwas mit einer Determinante und einem Epsilon? Richtig, genau. Also, das ist der Teil, der jetzt neu ist. Der Rest kommt hoffentlich schon bekannt vor. Aber auch wenn es dazu Fragen gibt, einfach losschießen. Und es ist jetzt auch gerade Zufall, dass es die gleichen Werte sind. Ist das schon, also betragsmäßig? Warte, lass mich kurz nachdenken. Man selber hat ja immer einen anderen Blickwinkel auf das Thema als vielleicht seine Kommilitonen. Und dadurch kommen oft auch mal Fragen, wo man denkt, huch, da habe ich jetzt gar nicht selber dran gedacht, sondern da muss ich jetzt irgendwie kreativ werden und vielleicht auch mal um die Ecke denken. Das. Bei einer 2x2-Matrix müsste das immer genau so sein, dass wenn wir ein Phi und ein Psi haben, dass sich der Betrag gleich bleibt, aber das Vorzeichen ändert. Okay. Woher wissen wir, welcher Stab zuerst versagt? Oder ist das hier ein Systemversagen? Das hier ist ein Systemversagen. Okay. Das müssen wir nicht weiter jetzt berücksichtigen in dem Fall. Ja. Was mache ich denn, wenn ich jetzt mal ein komplexeres Problem habe, wo ich das nicht einfach so ablesen kann? Na, dann musst du tatsächlich wieder iterativ vorgehen. Ah, schön. Für die Prüfung sind alle Hilfsmittel zugelassen. Ihr dürft alles mitnehmen. Beispielsweise, ich habe mir jetzt diese Übersichten von Jochen ausgedruckt und markiert. Wir haben viele Fächer, wo wir wenig auswendig lernen müssen, aber ein großes Verständnis haben müssen. Also wir dürfen teilweise alles mit in die Klausur nehmen, aber es geht dann eher darum, die Sachen anzuwenden. Kein Mensch kann alle Formeln auswendig lernen, die es für Statik und sowas gibt. Wir müssen sie aber anwenden können. Versucht für euch eine gute Struktur zu finden, nicht zu viel gleich mitzunehmen, damit man nachher nicht so ins Blättern kommt, aufs Wesentliche versuchen zu beschränken.
ja, und sonst wünsche ich viel Erfolg bei der Prüfungsvorbereitung und ich hoffe, ich konnte euch was beibringen. Ihr habt was gelernt und ich wünsche euch viel Erfolg für die Prüfungsphase. Sehr gut, sehr gute Arbeit. Ich finde, Leander vermittelt uns den Stoff immer ganz verständlich. Na, Leander macht das super, er erklärt das schön. Also meistens wird es uns ja sehr theoretisch erklärt so. Und das ist dann ein bisschen kompliziert manchmal zum Folgen. Und dann hier im Tutorium rechnen wir mal eine Aufgabe und meistens versteht man es damit sehr gut und kriegt dann alles hin. Ich persönlich fühle mich noch nicht so gut vorbereitet, aber das liegt nicht an Leander. Die Tutorien sind relativ gut aufgearbeitet, deswegen kann man das alles ziemlich gut wiederholen mit den Tutorien. Hoffentlich. Die Prüfung soll machbar sein. Also, wird schon. Ich bin eher jetzt glücklich tatsächlich, dass ich es geschafft habe, dass ich das allen hoffentlich alle Fragen klären konnte, dass jetzt keine zu großen Schwierigkeiten draus sind. Es waren zwar ein paar knifflige Fragen dabei gewesen, aber ich glaube, mit ein bisschen Nachdenken konnten wir die auch gemeinsam meistern. Ich freue mich gleich, was zu trinken. Also, ich würde es einmal, ein, zweimal üben. Ich würde darauf spekulieren, dass es nicht drankommt. Ne? Ein, zweimal üben? Weißt du, wie viel Zeit das ist? Wenn ich so die Rückmeldung von meinen Kommilitonen bekommen habe, haben wir das bis jetzt ganz gut geschafft. Und wenn noch Fragen kommen, dann kriegen wir die auch noch hoffentlich geklärt vor der Prüfung. Und dann drücke ich allen die Daumen, dass sie das gut schaffen. Wenn ihr wissen wollt, wie es als Bauingenieur läuft, dann checkt doch hier das Video von Alpha Uni in der ARD Mediathek aus. Und hier findet ihr ein weiter spannendes Video.